So, guten Morgen, herzlich willkommen. Heute am Dienstag, den 10. September. Ich begrüße euch ganz herzlich in den Live-Trading-Räumen der European Trading Academy zu unserem Marktkommentar in der Woche der EZB-Sitzung. Es wird eine der letzten Sitzungen von Mario Draghi sein und es geht hier tatsächlich um Richtungsweisung und es geht hier vor allem um eins, was die Arbeit von Notenbanken effektiv und sinnvoll macht, nämlich um Glaubwürdigkeit. Und deshalb müssen wir uns einfach mit dem Thema EZB diese Woche ganz intensiv beschäftigen. Und um die EZB zu verstehen, muss man einfach wissen, ihre vertragliche Verpflichtung besteht in der Gewährleistung von Preisstabilität. Und jetzt ist natürlich die Frage, Preisstabilität, wie definiert man das? Und hier hat sich die EZB vor vielen, vielen Jahren ein sogenanntes Inflationsziel gesetzt. Inflationsziel heißt, die EZB steuert eine Inflation von 2% an und damit versucht sie, die Preisstabilität zu erreichen. Jetzt fragen sich natürlich viele, hey, warum 2%? 2% Inflation bedeutet ja auch, dass auf viele Jahre gesehen meine Kaufkraft des Geldes vernichtet wird, was natürlich richtig ist. Aber man muss sagen, dieser moderate Preisanstieg hat durchaus positive Effekte, denn er zwingt letztendlich eine Wirtschaft zu einem gewissen realen Wachstum, also man muss dann hier eben versuchen, auch diesen Kaufkraftverlust aufzuholen oder das versucht eine Wirtschaft, also es hat einen positiven Preiseffekt. Die Inflation ist nicht so hoch, dass sie tatsächlich wirklich schädlich kurzfristig wirkt. Und andere fragen sich natürlich auf der anderen Seite, hey, ja gut, warum gehen wir denn dann nicht auf Nullinflation? Weil Nullinflation wäre ja tatsächlich die beste Preisstabilität. Dazu muss man sagen, dass Nullinflation sehr schwierig anzusteuern ist, weil wir haben ja einen sogenannten Realzins. Das ist der Zins der Notenbank, Zins der Notenbank minus die Inflationsrate. Und wenn man 0% anstreben will, ist man schnell bei sogenannten Minuszinsen, die wir jetzt ja auch im Moment haben. Und wir wissen, dass der Bereich der Minuszinsen zwar möglich ist, aber dann doch es da faktische Grenzen gibt. Also wir können uns im Gegensatz zu einem 5- oder 10-prozentigen positiven Zins keinen 5- oder 10-prozentigen Minuszins vorstellen, weil ab einem gewissen Zeitpunkt einfach alle Teilnehmer eines Wirtschaftssystems zur Bargeldhaltung übergehen würden, wenn man eben sein Geld so hoch vernichten würde mit einem Negativzins. Ja, man muss überlegen, die Kosten einer Geldlagerung, das heißt eines Tresors, der Versicherung des Tresors und der Bewachung und so, stehen oder stellen die natürlichen Grenzen eines Negativzinses dar. So, das jetzt mal eingehend vorausgesagt, also EZB hat sich vor vielen, vielen Jahren auf eine Zahl geeinigt, die bei 2% liegt. Man kann sehr viel darüber diskutieren, ob diese 2% sinnvoll sind und ob die 2% noch zeitgemäß sind. Das will ich jetzt aber nicht in diesem Vortrag machen, dafür mache ich vielleicht nochmal ein kleines YouTube-Video. Wo ich heute reden möchte, ist Folgendes. Wir haben also eine große, mächtige Institution, nennt sich EZB, die ein klares Ziel herausgegeben hat, nämlich wir wollen 2% Inflation erreichen. Und natürlich wird so eine, oder wird jeder, ob das jetzt ein Sportler ist, ob das ein Politiker ist, gemessen an seinen Zielen und natürlich auch die Effektivität seiner Maßnahmen und die Glaubwürdigkeit hängt davon ab, ob er in der Lage ist, sein Ziel zu erreichen. Und da kämpft jetzt die EZB seit einigen Jahren darum, tatsächlich hier in der Eurozone diese 2% zu erreichen. Sie scheitert einfach dran. Wir liegen deutlich unter den 2% es ist dann eine Frage der Handlungsfähigkeit. Wie handlungsmächtig ist die EZB und damit auch eine Frage der Glaubwürdigkeit? Es ist nicht
Einmal Ziel verfehlt, das wäre jetzt wie ein Fußballclub, ja, Bayern München, einmal verlieren sie ein Spiel, heißt nicht, dass sie keine Chance mehr haben, deutscher Meister zu werden. So wird wohl auch niemand bei der EZB denken, aber wenn du dann Spiel für Spiel verlierst, ja, was passiert? Erst wird der Trainer ausgetauscht, später gibt es noch ein paar andere Änderungen, aber irgendwann kommen die Teilnehmer dann an einem Punkt, wo sie sagen, ey, ganz ehrlich, wir glauben euch nicht mehr, ja, dass ihr überhaupt in der Lage seid, euer Ziel zu erreichen. Und deshalb ist es für die EZB einfach total und vollkommen wichtig, hier Handlungsfähigkeit zu demonstrieren und auch zu zeigen, dass sie ihr Ziel erreichen können. Jetzt haben sie zur Zielerreichung zwei Mittel im Moment. Das eine sind Zinssenkungen und das andere sind Anleihekaufprogramme. Und beides ist dem Markt sozusagen im Vorfeld dieser Entscheidung angekündigt worden. Und das können wir auch am Verlauf des Bund Futures eigentlich schön sehen. Ich mache uns mal den Endloskontrakt hier ran. Also FGBL, Endloskontrakt. Das können wir einfach wunderbar sehen. Hier seit Juni geht der Markt davon aus, ja, es kommt hier zu weiteren Zinssenkungen auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch zu einer sehr expansiven Geldpolitik. Jetzt ist es so, wir liegen im Moment bei einem negativen Einlagezinssatz von minus 0,4% und jede weitere Verschiebung in den negativen Bereich verursacht Probleme im Bankensystem, ja, weil nicht Bank gleich Bank ist und man hier natürlich auch beginnt, Leute zu bestrafen, die eigentlich nichts damit zu tun haben. Deswegen überlegt man, es kommt vielleicht ein sogenannter gestaffelter Negativzins. Das hängt dann von den Größen ab, das heißt, und von den Größen der Einlagen. Das heißt, je weniger man dort einlegt, desto geringer wird auch entsprechend der Negativzins sein. Das ist eine Sache. Aber was wir feststellen müssen, als wir hier oben im Markt, im Bund Future waren, da hat der Markt ungefähr eine Zinserwartung gehegt, auch wenn die Bund Future langfristig ist und die EZB-Zinsen kurzfristig, dass wir einen negativen Einlagezins im Bereich von minus 0,8 haben. Tatsache ist, der aktuelle ist bei minus 0,4. Würde voraussetzen, dass wir in den nächsten Jahren und Monaten weitere Zinssenkungen sehen und die nächste, die jetzt hier ansteht für diese Woche, sei erstmal von minus 0,4 auf minus 0,5. Diese Zinssenkung ist im Prinzip im Markt festgemacht. Die Frage ist, ob dann die weiteren tatsächlich noch folgen können, weil ich sprach ja gerade davon, dass es natürliche Grenzen gibt. Das zweite Problem sind die Anleihekaufprogramme. Und hier hat man festgestellt, dass doch einige der EZB-Mitglieder mittlerweile, und wir müssen, die EZB ist ja nicht nur Mario Draghi, ist zurückgerückt von diesen ganz expansiven Aussagen. Und der Markt und dieses Zurückrücken, das sehen wir hier im Markt, dass wir hier eine kleine Korrektur im Markt sehen. Und Draghi wünscht sich ein Bond-Buying-Programm. Ich habe mehrere Male darauf hingewiesen, dass dieses Bond-Buying-Programm auch in der jetzigen Form Grenzen kennt. Nämlich, wir können hier Maximum 33% der Anleihen eines Landes erwerben. Und an diese Grenzen würden wir eventuell stoßen. Jetzt kann man natürlich dieses Bond-Buying-Programm ausweiten und das wird es wahrscheinlich auch passieren auf Unternehmensanleihen und also auf Corporate Bonds und andere Bonds. Fakt ist einfach, die EZB wird wahrscheinlich vorstellen, ein sogenanntes Bond-Buying-Programm. Aber ob das in der Größenordnung kommt, wie das der Markt hier erwartet hat zu diesen Zeitpunkten, das steht gerade so ein bisschen in der Frage. Deswegen kommt auch hier der Bund Future gerade ein bisschen zurück, wenn man sich so die aktuellen Diskussionen in der Presse verfolgt, dann sieht man so, es gibt mittlerweile Zweifel, deutliche Zweifel, ob das in dieser Form kommen kann. Ich habe vor einigen Monaten immer wieder auch mal ins Gespräch gebracht und da kämen wir dann auch tatsächlich zu dem DAX, dass die EZB faktisch natürlich auch das machen kann, was
die Schweizer Zentralbank und die japanische Zentralbank machen, nämlich, dass sie hingehen können und sagen können, ja, Bond-Buying-Programm ist eine mächtige Waffe gewesen, aber uns steht hier noch ein Asset-Markt vollkommen offen, wir können ja auch noch hingehen und Aktien kaufen. Sollte das der Fall sein, könnt ihr euch vorstellen, würde der DAX explodieren. Also das wäre eine Explosion im DAX. Ich muss jetzt allerdings dazu sagen, das ist im Moment ein bisschen mehr eine Wunschvorstellung als Realität. Aber, und das sollten wir im Hinterkopf haben, es ist eine Option. Warum ich das Ganze erzähle, ist folgendes. Es geht jetzt natürlich auf diese Sitzung zu. Und die EZB steckt tatsächlich in der Zwickmühle, nämlich sie hat ihr Inflationsziel bis jetzt nicht erreicht, sie muss etwas tun, sie hat aber bestimmte Grenzen. Also Zinssatz kriegen wir nicht unendlich negativ. Da gibt es dann eben die Probleme, einerseits Probleme, die im Bankensektor entstehen würden durch die negativen Einlagezinsen. Punkt zwei ist, dass es faktische Grenzen gibt, weil irgendwann die Kosten der Geldlagerung günstiger sind, als das Geld irgendwo anzulegen bei der EZB, also zu hinterlegen. Das zweite ist Bond-Buying-Programm. Da haben wir einfach 28% der Bundesanleihen sind von der EZB bereits bzw. von der Bundesbank bereits gekauft worden. Hier hat man den Markt so weit manipuliert, dass hier eine Grenze ist. Und da muss man sich fragen, ja, wo ist die Handlungsfähigkeit noch gegeben? Und die Handlungsfähigkeit wäre tatsächlich nur noch meines Erachtens hier gegeben, nämlich im Aktienmarkt. So krass das klingt. Jetzt dürfen wir durchaus die Frage stellen, ist das noch legal? Ist das noch im Rahmen des Mandates? Wir wissen, dass solche Fakten manchmal gar nicht geschaffen werden müssen, sondern einfach nur diskutiert werden müssen. Es reicht also, wenn die EZB in die Diskussion bringt, dass man versucht, auch hier Wege zu finden, diese expansive Geldpolitik zum Beispiel auf Assets wie den Aktienmarkt auszuweiten. Allein so ein Satz würde reichen, den DAX explodieren zu lassen. Und ich halte es in den jetzigen Zeiten eigentlich für gar nicht so unwahrscheinlich, dass das früher oder später kommt, weil die anderen Optionen sind ausgereizt. Und wir sind im Prinzip bei der Notenbankpolitik vom am Scheideweg. Entweder gelingt es der Notenbank, hier klarzumachen, dass sie handlungsfähig bleibt und damit ihre Ziele erreichen kann und damit bleibt sie glaubwürdig. Wenn ihr das gelingt, dann wird meines Erachtens Folgendes passieren, dass der Fokus weggeht vom Anleihemarkt. Am Anleihemarkt ist bereits ein großer Teil der Rallye gelaufen und ist das Potenzial auch meines Erachtens ausgeschöpft, auch das, was rechtlich ist. Und man muss hingehen zum Aktienmarkt. Wenn entsprechend am Aktienmarkt das nicht passiert und man am Anleihemarkt auch nicht mehr viel machen kann oder auch nur mit einem abgespeckten Programm kommt, dann passieren zwei Dinge. Auf der einen Seite Enttäuschung. Wir wissen, wie die Börse mit Enttäuschung umgeht. Und zweitens müssen wir, und das ist natürlich ein Prozess, der geht nicht in einer Sitzung, also das wird jetzt nicht am Donnerstag in einer Sitzung passieren, aber das ist eine Sache, auf die wir in den nächsten halben Jahr bis Jahr achten sollen, müssen wir uns fragen, wie handlungsfähig sind die Notenbanken noch und wie glaubwürdig werden sie noch sein? Und sollte man feststellen, dass die Notenbanken nicht mehr handlungsfähig sind, dass sie nicht mehr glaubwürdig ihre Ziele erreichen können, hätten wir sicherlich auch ein Problem an anderen Asset-Märkten. Ich sehe das im Moment aber nicht. Also worauf ich jetzt heute hinaus will, ist, wir befinden uns in relativ spannenden Zeiten und die Notenbank hat durchaus noch Möglichkeiten, hier den Markt zu überraschen. Und wenn wir uns das Ganze jetzt angucken und das jetzt mal auch in einer Trendanalyse uns anschauen, dann sind wir einfach in folgender Situation. Vorwegnahme, Ernüchterung, das heißt, hier hat der Markt viel vorweggenommen, er ernüchtert sich, aber wir haben die Chance, dass zumindest Lieferung versprochen wird. Und wenn wir uns den Chart des Bondmarktes angucken, also wenn wir jetzt mal beim Bund Future beginnen,
dann sind wir langfristig immer noch in den Aufwärtstrends und haben hier eine wunderbare ABC-Bewegung gemacht. Das heißt, markttechnisch würde ich sagen, haben wir einfach nur Euphorie, leichte Ernüchterung. Und wenn wir die Lieferung sehen, dann haben wir eine gute Chance, mit dem Bund Future Richtung 180 zu gehen. Ich halte das im Moment als das wahrscheinlichste Szenario. Das heißt, dass wir uns am Donnerstag hier zumindest der Versuch einer expansiven Geldpolitik vorgeführt wird. Weil alles andere würde eben die Handlungsfähigkeit der Notenbank in Frage stellen. Was bedeutet das für den Aktienmarkt? Wir haben am Aktienmarkt im Moment den Wechsel gehabt von hier Daily Chart abwärts gerichtet auf eine große Gegenbewegung hier, aber wir sind jetzt hier in der Unsicherheitsphase. Wir haben hier durchaus die Chance einer Fortsetzung dieser Rallye zu sehen. Im Moment spricht hier auf Stundenchart vieles für, wir haben steigende Hochs und steigende Tiefs auf Stundenchart. Hier sehen wir das. Dass wir nach einer Konsolidierungsphase, also einer abwartenden Phase vor der Sitzung, durchaus in der Sitzung mit dem Markt wieder nach oben gehen. Also trendtechnisch gesehen findet sich hier in diesem Bereich 12.100 bis 12.200 eine deutliche Unterstützung. Und diese Unterstützung ist erstmal, solange wir über diesen Tiefs hier bleiben, Kauflevel. Das heißt, das ist hier Kaufbereich mit hier unten Stoppbereich. Das heißt, wir kriegen, und das ist jetzt wichtig einfach zu erkennen, unabhängig von der Diskussion bei der EZB, da kann natürlich total viel passieren. Und alles, was ich dort gesagt habe, sind im Moment erstmal Ideen und Meinungen. Aber faktisch am Markt finden wir hier gute Kauflevel mit einem guten Stopppunkt und dadurch eine Chance hier intraday agieren zu können. Ich warte hier in die Korrektur des Marktes auf diese Level, das sind aber dann Level, auf denen wir agieren können. Also, Fakt ist, wir haben, wenn wir uns den DAX anschauen, eine Situation, die sich in den letzten Tagen durch die Aufwärtsbewegung deutlich zum Besseren gedreht hat. Wir haben eine Situation, die sich auch nicht mehr durch Brexit-Debatten oder dergleichen irritieren lassen hat. Das heißt, das prallt alles wie Teflon am Markt ab. Wir haben einen Markt, der durchaus in der Lage ist, technisch gesehen durchzustarten. Jetzt müssen wir sagen, wie gesagt, der Markt ist immer so, wie er sich präsentiert. Das heißt, wir folgen ihnen. Solange wir also über der 11.900 sind, bleibt dieses Potenzial erhalten. Darunter müssen wir leider, und das muss ich auch dazu sagen, komplett umdenken. Hört sich immer blöd an, weil nach dem Motto, naja, was hat er denn jetzt wirklich gesagt? Ich sage, der Vorteil liegt auf der Long-Seite im kurzfristigen Chart, solange wir über der 11.900 sind. Das wäre auch definitiv ein Trade, also hier in dem Bereich kaufen. Am liebsten hier auf diesem Top hier, das ist so 12.060. Und dann hat man eben ganz klaren Stopp hier definiert und das ist 11.862. Das sind 200 Punkte Risiko, aber bei einer klaren Chance Richtung 12.400 bis 12.700 zu laufen. So, wie sieht es aus im Bund Future? Bund Future habe ich eben auch gesagt, wir haben einfach einen guten Kauflevel hier unten erreicht und ich würde hier diesen Bereich, wenn man den langfristigen Trend sich anschaut, als Kauflevel nutzen. Und klar, wenn eine Enttäuschung kommt, dann muss man hier mit Stops arbeiten. Ich würde im Moment die Stops platzieren und wir sehen hier 11.173,68, dieses Tief hier. Solche Tiefs, die werden nochmal manchmal gerne angelaufen, aber generell ist hier unten dieser Bereich ein Kaufbereich. Und wir suchen hier im Moment eigentlich nach Einstiegsmöglichkeiten. Und das heißt hier, ich würde im Moment hier die ABC-Bewegung um die 174 als Kauflevel nehmen und würde Stops unter der 173 nehmen, also hier unter diesem Bereich. Wir finden das nicht ganz so schöne Tiefs, aber dieses Tief ist mir zu wahrscheinlich, dass es noch angelaufen werden kann, weil es häufig nochmal in so Korrekturbewegungen gemacht wird und 173 bietet hier einfach gutes Risk-Reward-Ratio. Trend ist definitiv aufwärts gerichtet. So, wie sieht es aus im US-Markt? US-Markt.
Wir haben im US-Markt natürlich auch Notenbanksitzung, nicht diese Woche, aber im September. Wir haben im US-Markt, nachdem wir eine Konsolidierung und ein Short-Signal gesehen haben, einen Markt gehabt, der sich wieder über wichtigen Marken etabliert hat. Hoch, tief, hoch, tief, hoch. So, wir sehen im Moment eine Korrektur, auch das ist normal. Und diese Korrektur, die hier im US-Markt kommt, die muss und soll hier bei 2,59 stoppen. Ihr seht hier diesen Bereich, also 2,59 ist ein Bereich, 2,59 oberer Bereich. Wir sehen hier dieser ganze Bereich, das ist der Bereich, der ganz normal wäre auch hier für eine Korrektur. Da muss er stoppen. Was im US-Markt nicht passieren darf, ist, dass wir unter diese Tiefs hier fallen. Wir sehen, das ist ähnlich wie im DAX. Also wenn wir unter diese Tiefs fallen, dann dreht sich alles sofort wieder auf die Short-Seite. So lange aber bleibt hier die Situation für Long offen. Und der Vorteil ist auch leicht auf der Long-Seite sogar zu finden. Neutral bis Long. Damit haben wir jetzt, um das nochmal zusammenzufassen, wir haben eine Situation, die klar definiert ist. Es ist aus Trading-Gesichtspunkten immer eine gute Situation. Ja? Wir haben klare Punkte, wo wir nicht drunter gehen sollen. Gehen wir da drunter, dreht sich der Vorteil definitiv auf die andere Seite. So lange bleibt er aufwärts gerichtet und jetzt müssen wir einfach gute Kaufgelegenheiten hier finden, also nochmal gute Rückgänge abwarten und da entsprechend kaufen. Wie sieht es aus im Euro? Letzter Markt, ich habe das gestern gesagt, der Euro hat hier eine kleine Aufwärtssequenz gestartet. Aber der Haupttrend ist abwärts und das wahrscheinlichste Szenario ist, dass wir hier irgendwo eine ABC-Bewegung sehen. Solange wir keine Wiederaufnahme der Abwärtsbewegung haben und dafür müssten wir erstmal eine Abwärtssequenz sehen, ist es sehr wahrscheinlich, dass wir einfach in einem alten Marktmodus, und den sehen wir am besten auf dem Daily Chart, im Euro bleiben. Und der alte Marktmodus ist, wir haben einen Abwärtstrend, der ist klar, aber wir sehen immer wieder scharfe Bewegungen gegen den Abwärtstrend und hier ein Rücklauf an dieses Ausbruchslevel halte ich im Moment für sehr wahrscheinlich. Ich bevorzuge diesen Markt immer noch von der Short-Seite, ich würde aber abwarten, bis wir hier dieses Ausbruchslevel erreichen, bevor wir hier wieder Short gehen. Ja, das heißt, das ist so die Idee. Also ich fasse es nochmal zusammen, jetzt, da der Marktkommentar heute relativ lang war, um nochmal auf die wesentlichen Punkte zu kommen. Wir haben diese Woche eine EZB-Sitzung und es geht sehr viel um die Glaubwürdigkeit bei der EZB-Sitzung. Glaubwürdigkeit heißt Handlungsfähigkeit. Wie handlungsfähig ist die EZB? Der Markt erwartet, und das können wir eigentlich ganz klar sehen, expansive Maßnahmen. Das haben wir im Euro gesehen, das haben wir im Bund gesehen, das haben wir auch im DAX gesehen. Wir kriegen jetzt aber kurz vor der EZB-Sitzung so ein bisschen, nachdem die Märkte sehr, sehr bullisch und expansiv eingestellt waren, ein bisschen Schiss, dass die EZB nicht das durchzieht, was sich eigentlich so seit Juni angekündigt hat. Deswegen haben wir Korrekturen in den Bondmarkt gesehen. Deswegen sehen wir im Moment eine Verzögerung in der Rallye im Aktienmarkt. Aber meines Erachtens muss die EZB liefern, um glaubwürdig und handlungsmächtig zu bleiben. Und vom Trend her sind wir sowohl im Währungsmarkt abwärts gerichtet, also das würde ja für eine expansive Geldpolitik der EZB sprechen, im Bondmarkt aufwärts gerichtet und im Aktienmarkt leicht neutral mit einer leicht bullisch, neutral mit einer leicht bullischen Tendenz, sodass wir hier, wenn die EZB versucht zu liefern, sicherlich eine Rallye sehen werden. Deshalb würden wir uns hier versuchen, und das ist jetzt wieder losgelöst von allen Meinungen, dafür müssen wir uns EZB gar nicht angucken, mit den Sequenzen Stundenchart im S&P und DAX eher im Moment long zu positionieren, mit den Sequenzen im Euro short zu positionieren und im Bund ebenfalls mit den Sequenzen long zu positionieren. Die einzige Frage sind, wo sind hier die günstigen Level? Die günstigen Level liegen jetzt hier, ich wiederhole es nochmal, im Bund unter der 174, leicht unter der 174. Im Euro sehen wir es hier im Rücklauf an diese Tiefs hier, um diese Tiefs nochmal zu benennen, 111,30 bis 111,50. Im DAX dürfen wir nicht
hier unter diese Tiefs fallen, aber Kauflevel liegen hier im Rückgang ja, um die 11.200. Das sind hier die Kauflevel und im S&P Kauflevel um die 29.50. Ja, mit Stops hier unten. Das ist eben so die Idee. Ja, ich freue mich auf spannende Trading-Tage. Und ihr wisst, eine Analyse ist immer nur so gut, wie der Markt dann auch ist. Bedeutet auch, wir werden hier weiter flexibel agieren. Aber derzeit eben ist das erstmal unser Schlachtplan so. Wünsche euch gute Trades. Bis morgen. Bye, bye.